Servus Clubfans und willkommen zur neuesten Ausgabe von Block 44. Heute mit einem ja unbekannteren Gesicht, Marcel Wenig. Vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Du hast ja, einige haben es bestimmt mitbekommen, du bist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, kamst dann zum Club, hast dich, glaube ich, auch sehr gefreut, weil es ja ne, deine Heimstätte auch ist. Und dann hast du dir das Kreuzband gerissen im Test gegen Brügge. Wie geht's dir und wie bist du damit umgegangen? Also es war erstmal schon ein Schock für mich, auch für meine Familie, weil die Vorfreude, wie du es gesagt hast, relativ groß war, einfach wieder beim Jugendclub hier spielen zu können. Aber ich habe das relativ gut und schnell verkraftet und aktuell die Reha läuft sehr gut, ich fühle mich gut und es läuft alles nach Plan. Wir haben auch schon mal gesprochen in einer anderen Situation und da hast du auch zu mir gesagt, es ist halt schon ein Vorteil, dass du jetzt die Reha hier machen kannst und bei deiner Familie bist, oder? Auf jeden Fall, also was mental angeht, ist ein sehr großer Punkt, einfach zu Hause bei der Familie zu sein, ein gewohntes Umfeld zu haben und ich merke auch, dass mir das sehr, sehr viel hilft bei der Reha und das werde ich jetzt bis ich auf dem Platz bin so durchziehen und ja. Sehr gut. Bevor wir zum Gegner der Profimannschaft kommen am Wochenende, wollen wir noch ganz kurz auf deine Jugendzeit beim Club zurückblicken. Was sind so deine Erinnerungen? Was verbindest du noch mit der damaligen Zeit? Also ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen hier an den Verein, an meine Jugend. Wir waren relativ erfolgreich. Ich glaube, so in der U13, U14 haben wir damals die NLZ-Runde gewonnen. Auch in den kleineren Mannschaften, BOL und was da alles gibt, auch eigentlich alles immer gewonnen. Ich weiß auch noch, dass teilweise viele Trainer, die ich früher hatte, immer noch hier im NLZ sind. Und ja, also war eine tolle Zeit. Und jetzt dann hier bei den Profis zu sein, ist nochmal was Besonderes. Leider nicht auf dem Platz, aber das kommt vielleicht auch noch. Und deswegen war eine sehr, sehr schöne Zeit hier. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich mich wenn auch. Das noch klappt. So, wir kommen jetzt mal zu unserem Gegner, zu Hertha BSC. So, der Club und Hertha sind Tabellennachbarn. Wie viele Punkte hat die alte Dame? 36, 37 oder 38? Ich glaube 38. Knapp daneben sind 37 tatsächlich. Nächste Frage. Wie endete denn das Hinspiel? A 3:1 für den Club, B 0:0 oder C eine 0:2 Niederlage für den Club? A 3:1. Stark, richtig. Wer ist denn Top-Torschütze der Hertha? Ist es Haris Tabakovic, Florian Niederlechner oder Fabian Reese? Boah, also entweder Tabakovic oder Reese. Ich glaube, Reese ist Topscorer von denen, deswegen sage ich, dass aber Tabakovic mehr Tore geschossen hat. Richtig. Stark! So, 2 Punkte für dich. Sehr gut. Wir gucken uns jetzt mal die alte Dame genauer an im Gegnercheck. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin eben. Unser Besuch bei der alten Dame verspricht nicht nur dank der Anstoßzeit am Samstagabend ein spannendes Duell. Als Tabellennachbarn trennt uns immerhin nur ein Punkt von der Hertha. In der Rückrundentabelle sind wir sogar gleich auf. Zuletzt durfte sich die Dardai-Elf über ein fulminantes 5:2 gegen Schalke 04 freuen. 3 Vorlagen von Reese zeigen, auf ihn muss der Club besonders aufpassen. Satte 21 Scorerpunkte bringt der ehemalige Kieler in der laufenden Spielzeit bereits auf die Tafel. Pikante Zusatzmotivation? Zwischen Januar 2018 und Juni 2019 spielte Fabian Reese beim Kleeblatt. Wie die Bilanz aussieht? Hervorragend. In der zweiten Liga haben wir nach wie vor noch nie gegen die Hertha verloren. Insgesamt hat Rot-Schwarz ebenfalls die Nase vorn. Und der Tabellensituation entsprechend, mit einem Sieg, würden wir vorbeiziehen. Es ist angerichtet. Wir sehen uns im Olympiastadion. Wir wollen jetzt mal wissen, was ihr eigentlich schon immer mal von Marcel wissen wolltet bei Clubfans Fragen. Die erste Frage kommt von Phil. Wer ist denn dein Lieblingsmitspieler? Boah, ich muss sagen, dass ich mich generell mit allen Mannschaftskollegen sehr, sehr gut verstehe. Und was eigentlich auch nicht so einfach ist aufgrund von der Situation, was eben passiert ist. Aber die haben mich trotzdem alle super aufgenommen. Mir ist natürlich leichter gefallen mit Nene Brown, Can Uzun, Yannick Hoffmann, weil ich die einfach von früher schon kenne, aus meiner Jugendzeit. Deswegen war das null irgendwie schwierig, dass ich mich da eingelebt habe.
Und ich sag mal, zu den dreien habe ich den besten Draht in der Mannschaft. Habt ihr in derselben Mannschaft damals gespielt? Ich habe mit Nene in derselben Mannschaft gespielt. Yannick war, glaube ich, ein oder zwei Jahrgänge über mir. Und gegen Can habe ich früher, wo er, glaube ich, noch bei Ingolstadt oder so war, U12, U13 immer gegeneinander gespielt. Also man kennt es schon relativ lang. Mhm. Okay, dann die nächste Frage. Drei gute Tipps für den Weg nach oben. Also wichtig ist, dass man mental vom Kopf her sehr, sehr klar ist, sich nicht irgendwie von anderen Dingen drumherum beeinflussen lässt. Das würde ich sagen, ist der wichtigste Tipp. Dann Disziplin. Also es gibt bestimmt immer im Umfeld Freunde, die, sag ich mal, irgendwie auf Geburtstage gehen und feiern gehen oder irgendwie rausgehen. Kann man auch machen, ja, aber wenn irgendwie ein Spiel oder Training ansteht, dass man sich halt da zusammenreißen muss und sich eben auf den Fußball fokussiert. Und das Letzte ist einfach hart arbeiten. Also mehr machen als andere, an seinen Schwächen arbeiten, an seinen Stärken arbeiten, die noch verbessern. Das sind die drei Punkte. Sehr gut. Wo war denn dein erster Stadionbesuch? Das war hier im Max-Morlock-Stadion. Also ich habe am selben Tag, wie der Club gegründet wurde, Geburtstag. Und früher war das so in der Jugend, dass wenn ein Heimspiel war an dem Datum, meistens Samstag oder Sonntag, durften die ganzen Jugendmannschaften ins Stadion, wurden eingeladen. Und da war ich eigentlich, glaube mit 6 oder 7 das erste Mal dann hier im Stadion. Wie gefällt dir denn Nürnberg? Für mich schönste Stadt, weil es eben zu Hause ist. Ich bin relativ früh damals von zu Hause weg. Und ich finde es immer schön, wenn ich hier bin, alte Freunde treffen, Familie, Zeit verbringen. Also super, super Stadt. Letzte Frage von Yannick. Warst du schon mal beim HC Erlangen oder interessieren dich generell auch andere Sportarten? Also andere Sportarten ja. Wenn das der Yannick ist, den ich kenne, dann der spielt Handball. Deswegen bietet sich das an. Basketball interessiert mich auch sehr. NFL so ein bisschen, aber das läuft halt immer zu schwierigen Zeiten. Aber eher so amerikanische Sportarten noch. Okay. Ja, Grüße dann von dir wahrscheinlich auch an Yannick. Genau. Sehr gut. So, wir kommen jetzt zum Überraschungsgast. So, ihr habt euch jetzt schon gesehen. Die Überraschung ist jetzt quasi, der Moment ist jetzt schon weg, aber du hast dich sehr gefreut, oder? Ja, auf jeden Fall, sehr. Luca Denk ist nämlich unser Überraschungsgast, spielt aktuell bei der zweiten Mannschaft von Bayern München und hat auch schon beim Club gespielt. Luca, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, super, dass es geklappt hat. Freuen uns sehr. Hintergrund ist natürlich auch, dass wir am Dienstagabend gegen euch spielen. Und zwar unsere U23 gegen eure im Max-Morlock-Stadion. Ziemlich cool. Du bist leider nicht dabei. Du bist verletzt. Wie geht's dir? Ja, schon auf dem Weg der Besserung. Also ich habe jetzt keine großen Schmerzen mehr. Bin schon wieder im Lauftraining und hoffe, dass ich wieder bald auf dem Platz stehen darf. Sehr gut, aber ist es für euch was Besonderes? Du kennst es ja vielleicht auch aus der Vergangenheit und kannst vielleicht auch in deine Mannschaft reinschauen, im Max-Morlock-Stadion dann mal zur Abwechslung zu spielen? Ja, absolut. Also egal, ob welches Stadion es ist, aber natürlich speziell für mich war es immer was ganz Besonderes, glaube ich, im Max-Morlock-Stadion zu spielen, weil ja, als kleines Kind kann man davon nur träumen eigentlich. Wir haben vorher kam die Frage an Marcel, was denn sein erster Stadionbesuch war, also wo er erstmals im Stadion dabei war. Weißt du, was es bei dir ist? Nicht genau, aber ich weiß noch ganz genau, als ich damals mit meinen Eltern beim Aufstieg unten auf dem Platz war und wir heute noch ein Stück Rasen bei uns im Garten haben. Und das war, glaube ich, ja, da war ich noch ganz klein. Auch erst 3-4 Jahre alt. Ja. Sehr cool. Hört sich gut an. Was sind denn so deine Erinnerungen an deine Zeit hier beim Club? Ihr habt ja zusammen gespielt, aber dann ja auch bei München in der Jugend zusammen gespielt. Ja, ich sag mal, wir hatten eigentlich immer eine sehr erfolgreiche Zeit in Nürnberg. Haben viele, viele Siege eingefahren als Teamgemeinschaft gemeinsam und ja, auch in der Halle viel zusammen gewonnen. Natürlich die Zeit mit Marci,
dass dann auch zusammen der Schritt nach München kam, war natürlich umso schöner. Und ja, heute ihn wieder in den schwarz-roten Farben zu sehen, ist natürlich umso cooler. Ja. Sehen wir auch so. Sag mal, kannst du uns ein bisschen was über Marcel erzählen? Wir wissen ja leider noch gar nicht so viel über ihn. Es ist ja immer ein bisschen unangenehm, wenn man über sich selbst sprechen muss. Ja, also man sieht ja seine Statur. Ich glaube, das war schon immer sein großer Vorteil, auch von den anderen Jungs. Und natürlich seine Dynamik im Zentrum, 1 gegen 1. Beherrscht er alles sehr gut, seinen Torabschluss. Und ich glaube, seine Leidenschaft für den Sport, was er hinterlässt in jeder Minute vom Spiel, ist ihm immer anzumerken. Und deswegen ist es eigentlich immer ein großer Gewinn fürs Team. Ja. Nur lobende Worte. Das, also. Da werde ich fast rot. Ey. Danke dir. Und so auf einer privaten Ebene, was ist er so für ein Typ neben dem Platz? Ja, ganz offen, ganz ehrlich immer. Ein Herzensmensch, geht ihn natürlich auch ja, sehr viel um die Familie. Und ja, ich glaube, auf einer Ebene mit mir, ja, kennen uns schon lange, sind immer gut befreundet gewesen. Und ja, freue mich immer, ihn zu sehen. Lang ist her, hey. Stimmt. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Ja, wie ich operiert wurde, hat er mich im Krankenhaus besucht. Wusste ich auch nicht, das war so ein kleiner Überraschungsmoment für mich. Mein Papa war da, ich war da und dann hat es auf einmal geklopft. Das war schon auch, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht erwartet, war ich schon ein bisschen geflasht. Aber war echt schön. Ja. Sehr schön. Ja, du kommst ja aus der Weltmetropole Döckingen, Luca, ist ja so eine Stunde ungefähr von Nürnberg weg. Das heißt, du bist schon aber auch so ein bisschen mit der Verbindung zum FCN aufgewachsen, oder? Ja, genau. Also ich bin seit klein auf eigentlich schon ja, Nürnberg-Fan, wenn ich das so sagen darf. Bei uns ja. Und ja, meine ganze Familie ist Nürnberg durch und durch. Ja, genau. Deswegen hatten wir schon immer eine ziemlich enge Verbindung zu dem Verein, ja. Sehr, sehr schön. Dann freuen wir uns natürlich umso mehr, dass du heute unser Gast bist. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal ums Quizduell. Ihr tretet gegeneinander an. Dadurch, dass du ja uns zugeschaltet bist und nicht vor Ort sein kannst, werden wir nur Schätzfragen euch stellen. Und ihr werdet gleichzeitig dann immer eure Tafel, euer Blatt rumdrehen. Und dann vergleichen wir mal. Und je nachdem, wer näher dran ist, wird dann eben den Punkt bekommen. Die erste Frage, wie viele Tage liegen denn zwischen euren beiden Geburtstagen? Hat jemand einen Taschenrechner? Keine Hast du schon? Ja. Warte, ich muss noch rechnen. Nein, ey, schneller. 3, 2. Okay, was hast du? Dreht mal beide rum. Sieht man das? Hey, vom Geburtsjahr auch, oder? Nein, nein, du hast schon, also 429 ist die richtige Antwort, ja. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich dachte nicht vom Geburtsjahr, ich dachte, ach so. Ja, deswegen habe ich Taschenrechner gebraucht. Ja, fairer Punkt. 1-0 für Marcel, Glückwunsch. Wie tief ist denn der tiefste Punkt der Erde? Ach du Scheiße. Okay, dreht mal rum. Also ich habe minus 6.000. Ja, 400.000. Du bist auf jeden Fall näher dran, Marcel. Der tiefste Punkt der Erde ist der Marianengraben mit 11.034 Metern. So, die nächste Frage ist ein bisschen einfacher. Wie viele Einwohner hat Bayern? Gerne umdrehen. 12 Millionen. Ich habe 15 Millionen. Die richtige Antwort ist 13,4 Millionen. Also ist Marcel näher dran, ne? Nein, ja, aber 100.000 nur, um 100.000. Und wir haben ihm wirklich die Fragen nicht vorher gesagt. Aber er führt aktuell 3-0. So, Paris kennen wir, aber wie viele Ortschaften heißen weltweit eigentlich so? Ich kenne nur eins. Ich kenne auch nur eins. Ich habe 33, weil es meine Nummer ist hier. Okay, also wirklich, Marcel, Luca, wir haben Marcel wirklich keine Antworten gegeben. Die richtige Antwort ist 30. Ja.
Also, ja. Mir fehlen die Worte. Okay, aber vielleicht... Logisch denken. Genau. Vielleicht dein Vorteil jetzt, Luca, keine Ahnung, aus wie vielen Knochen besteht der Körper eines Erwachsenen? Ich hab was. Ich auch. Ich hab 86. Ihr habt 90. Boah, jetzt gibt's Gott sei Dank mal den ersten Punkt für Luca, sonst gibt's hier noch Verschwörungstheorien. 206. Boah, ist die richtige Antwort. Hätte ich niemals das andere stehen lassen, ey. So, Luca stand in dieser Saison bislang 22 Mal in der Regionalliga auf dem Platz. Wie viele Minuten hat er dort absolviert? Oh, jetzt brauche ich wirklich einen Taschenrechner, ey. Hast du? Ja. Boah, ich habe 1665. 1980 und 1665. So, die richtige Antwort ist 1789. Also hat man sehr gewonnen. Stark, Tilly. Hat sich die Rechnung ausgezahlt hier. So, wir kommen zur letzten Frage. Ab ins Auto. Wir fahren von der Säbener Straße an den Pfalzner Weiher. Wie viele Kilometer sind das, wenn wir den kürzesten Weg über die A9 nehmen? Oh. Okay, Luca, bist du auch schon? Ja, ich. Ich hab was. Okay. Was hast du? Boah, ich hab 222. Also einfach, ne? Nur eine. Ja, klar. Eine Frage. Okay, 169. Was? Die richtige Antwort. Ja, Marcel, Punkt wieder für dich. Könnte sein, dass du jetzt tatsächlich die Liste anführst, die interne. Nur wenigstens etwas hier. Oder? Sonst mache ich ja nichts gerade. Ach komm schon. Ja, eher ein bisschen, aber nicht so. Okay. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und vor allem auch an dich, Luca, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wir würden jetzt von dir noch gerne wissen wollen, bevor wir dann mit Marcel hier weitermachen, was du denn tippst für das Spiel unserer Profis gegen Hertha am Samstagabend um 20.30 Uhr. Ich sag 2:0 Nürnberg. Hört sich gut an. Nehmen wir so. Schreibe ich auch so. Ja, perfekt. Vielen lieben Dank, Luca. Ich würde ja sagen, euch noch viel Erfolg für die restliche Saison, aber es ist natürlich immer schwierig, wenn wir über Bayern reden, aber dir persönlich ganz viel Erfolg für die restliche Saison. Ihr hört oder seht euch... Ich rufe ihn gleich an. Okay. Bald wieder. Danke, Luca. Sehr gerne. Danke dir, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, Marcel, ich glaube, ist eine gelungene Überraschung gewesen, oder? Sehr gelungen. Habe mich sehr drüber gefreut, wirklich. Cool. Ja. Freut uns. Tja, ich würde sagen, ich gebe euch mal noch kurz ein paar Hinweise für die nächsten Tage. Denn zum einen spielt unsere zweite Mannschaft am Samstag um 14 Uhr am Max-Morlock-Platz gegen Greuther Fürth. Das heißt, das kleine Derby findet da statt. Unterstützt gerne die Jungs. Und am Dienstagabend um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion dann das Duell der zweiten Mannschaft gegen die zweite Mannschaft von Bayern München. Also ohne Luca dann leider, aber naja, ich hoffe mal, dass die Punkte so oder so auf jeden Fall bei uns bleiben. Und am Samstagabend findet ja dann eben das Topspiel statt für uns in Berlin. Und wir haben gerade noch mal so ein bisschen gesprochen. Du warst ja auch schon im Olympiastadion in Berlin beim Pokalfinale. Erzähl Richtig. Mal ein bisschen. Das war vom Erlebnis her was sehr Besonderes, auch wenn man jetzt nicht selber gespielt hat, aber einfach diese ganzen Momente und das Dabeisein, man sagt ja oft, Dabeisein ist alles. Im Fußball, oder ich sag das eigentlich ungern, aber sag ich mal jetzt nur aufgrund von den Erlebnissen war's sehr cool. Mit dem Abschlusstraining im Olympiastadion, dann von der Atmosphäre, eine Seite Frankfurt-Fans, andere Seite von Leipzig, war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Vielen Dank. Danke, hat mich gefreut. Uns auch. Wir drücken natürlich unserer ersten Mannschaft die Daumen fürs Topspiel. Um 20.15 Uhr könnt ihr das Spiel live verfolgen im Fanradio. Alle Infos gibt es dann auch immer auf fcn.de, auf unserer Website. Oder ihr schaltet schon ab 9 Uhr in den Spieltagsmodus der App. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, hoffen auf die drei Punkte und bis zum nächsten Mal hier im Block 44.